Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Sturm Graz hier aus der Merkur Arena. Ich darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer und Manfred Zakaria bei mir begrüßen. Beide morgen potenziell ein großes Spiel. Manni steht vor seinem 100. Einsatz für Sturm Graz, Chris vor seinem 150. Wir treffen morgen am 5. Spieltag der UEFA Europa League Gruppenphase auf Rakov Częstochowa. Spielbeginn ist um 18.45 Uhr, Einlass ins Stadion um 17.15 Uhr. Für das morgige Spiel sind nur noch wenige Resttickets verfügbar, morgen ab 10 Uhr in allen Sturmshops und online erhältlich. Jetzt aber direkt zum Sportlichen. Mann, ich darf mit dir beginnen. Wie gesagt, potenziell das 100. Spiel im Sturmdress, noch dazu so ein wichtiges in der Europa League. Wie sehr kribbelt es schon und mit welcher Einstellung gehst du in dieses Spiel? Ja, zuerst mal, es freut mich, dass ich mein 100. Spiel machen kann für Sturm. Das ist eine besondere Ehre, sage ich mal. 100 Spiele sind nochmal eine große Zahl. Der Trainer macht sein 150. Ja, ich hoffe mir, dass wir morgen ein geiles Spiel liefern, mit einem Sieg, die 3 Punkte hier lassen, volles Stadion, natürlich Europa League und ja, voller Vorfreude einfach. Chris, in Rakov konnten wir das Duell knapp für uns entscheiden. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Ja, wir haben ein gutes Spiel in Polen gemacht. Das war die Basis für den Erfolg, vor allem so die ersten 70 Minuten. Waren wir sehr, sehr präsent, sehr, sehr aktiv in dem Spiel, haben wir große Intensität am Platz gebracht. Aber es, um die Stärken einzuschätzen, passt nicht viel dazwischen. Ich denke, es ist ein Spiel auf absoluter Augenhöhe mit dem Heimtorvorteil für uns und den wollen wir nützen. Wir wollen hier morgen das Überwintern klar machen, am besten mit einem überzeugenden Auftritt. Die Burki. Trainer, wie schaut es in der Tormann-Frage aus? Kann der Kehlmann spielen? Oder? Einen bakteriellen Infekt gehabt, war heute aber wieder im Training. Vorgestern nur leichtes Training möglich gewesen, aber heute wieder im Mannschaftstraining. Aber wir wollen jetzt noch abwarten und dann morgen nach dem Aktivieren entscheiden. Das Gleiche ist auch, um schon vorwegzugreifen, das Gleiche ist aber Gregory Wüttrich, der auch wieder trainiert hat, aber wir auch noch heutigen Tag, die Nacht abwarten und dann morgen final entscheiden. Und die anderen 2 Patienten? Es sind keine Patienten mehr. Es sind wieder so weit fit, also was unser Ziel war, aufgrund der chronischen Verletzungsstruktur sie so weit hinzubringen, dass sie zumindest als Einwechselspieler wieder mitwirken können. Und das sind einfach zwei Unterschiedsspieler und so wie es ausschaut nach dem heutigen Training, können wir beide morgen dabei sein. Ich bin mit Deutsch gesprochen, der sagt, die Rakov ist auswärts meist ein Tick stärker aus wie zu Hause. Würdest du das unterstreichen? Sie spielen ja zu Hause auch auswärts. Also von dem her, natürlich haben sie dort ihr Publikum dann noch vermehrt dabei, aber sie waren jetzt auch in Lissabon sehr, sehr lange in Unterzahl, haben dort ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, wenn man sie über die Meisterschaft verfolgt, sie sind ja sehr, sehr früh in diesen Qualifikationsmodus schon eingestiegen. Also richtig viele Spiele gehabt in dieser Saison. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, die wirklich eine individuelle Klasse hat, die Tempo hat, die eine Qualität da hat im Aufbauspiel. Man muss sehr, sehr präzise, sehr, sehr exakt im Spiel gegen den Ball sein. Und sie spielen ein gutes Pressing. Das heißt, wir müssen handlungsschnell sein, wir müssen auch sehr mutig sein, um dann auch Situationen zu lösen, Räume zu finden. Also wir werden in allen Facetten unseres Spiels gefordert sein. Und ich habe es eh vorher gesagt, ein Duell absoluter Augenhöhe. Man hat es in Polen gesehen, wenn wir unser Spiel top am Platz gebracht haben, waren wir das bessere Team. Sobald wir ein bisschen nachlassen haben, ist Rakov dann in der letzten halben Stunde dann wirklich stark aufgekommen. Du hast vor dem letzten Spiel hier bei der Pressekonferenz gesagt, Christian, wir können aus einem sehr guten Herbst einen super Herbst machen. Eine Qualifikation morgen wäre ein Weihnachtsgeschenk für die Nationenwertung, Sieg morgen ein Weihnachtsgeschenk für Sturm, für die Nationenwertung, für eigentlich Österreich, fürs Weihnachtsgeschenk an die Fans. Also das ist morgen schon ganz ein besonderes Spiel, oder? Von der Ausgangsposition her. Ja, für uns war es gegen Austria-Lustenau genauso ein besonderes Spiel. Weil wenn am Ende dieser eine Punkt zum Meistertitel fällt, warum soll das kein besonderes Spiel gewesen sein? Also immer
Das nächste Spiel wollen wir in einen besonderen Fokus legen. Und morgen können wir natürlich einen überwintern im internationalen Bewerb, sage ich mal, fixieren. Und das wäre schon für uns als Team auch wieder ein richtig guter Schritt nach vorne. Natürlich auch für den Verein. Und wenn es auch Punkte für Österreich gibt, ist natürlich auch eine schöne Sache. An den Manfred noch eine Frage. Wenn ich so an ein Jahr zurückdenke, du schmunzelst ein bisschen. In den letzten 11 Monaten hat sich in deiner Karriere schon einiges ereignet. Sehe ich das richtig? Ja, was hat sich da ereignet? Wir haben einfach eine gute Meisterschaft hingelegt. Ich habe eine gute Entwicklung nochmal gemacht. Überhaupt in der Rückrunde, sage ich mal. Den Cup haben wir gewonnen, aber das wollen wir halt dieses Jahr nochmal einen draufsetzen, sage ich mal. Teamspieler geworden, ja. Chris, du hast deinen Gegner sicher vorbereiten lassen und zubereiten lassen. Hat sich was geändert in der Spielweise von Rakow vom ersten Spiel bis jetzt in der Meisterschaft? Habt ihr das genau analysiert? Haben die Formkurve nach unten und nach oben? Und was macht Rakow jetzt aktuell so gefährlich? Also vielleicht etwas geradliniger waren in ihrer Spielweise, aber grundsätzlich hat diese Mannschaft ihren Charakter, also 3-4-3, spielen kontinuierlich von hinten raus und einen sehr gepflegten Fußball, haben dann mit zwei Zehner, mit einer Spitze eine gute Besetzung vor unserer letzten Linie. Da müssen wir einfach schauen, dass die Räume eng bleiben, weil das können sie sehr, sehr gut lösen und spielen auch gegen den Ball einen sehr, sehr intensiven Fußball. Insgesamt einen sehr, sehr modernen Zugang, einen sehr attraktiven Zugang. Und das kommt einfach wirklich in diesem Duell einfach auf viele Kleinigkeiten drauf an. Da müssen wir einfach fokussiert sein, dass wir da morgen unsere beste Leistung am Platz bringen. Zu viel Reederei hin und her und uns auch schon weiter vorne zu sehen, wie es dann wahrscheinlich schon vor dem morgigen Tag ist. Das Spiel muss gespielt werden, es wird ein richtiger, schwieriges Spiel. Wir haben den Respekt, der sein muss von einer guten Mannschaft, die letztes Jahr in Polen Meister geworden ist, die es auch einfach über einen schwierigen Qualifikationsprozess geschafft hat, in die Europa League zu kommen. Und wir sind vorbereitet auf eine sehr gute Mannschaft. Chris, gilt es morgen besonders die Balance zwischen Sicherheit und Risiko zu finden, wissend, dass X reicht fürs Überwintern? Das ist nicht unser Zugang. Versuchen einfach unser Spiel bestmöglich am Platz zu bringen und nicht irgendwie schon adaptiert auf den Gegner. Wir versuchen uns immer in gewissen Spielphasen einfach bestmöglich auf unseren Gegner einzustellen, aber grundsätzlich gilt einfach unser Spiel, so wie es wir einfach über die ganze Zeit spielen, in Bestform am Platz zu bringen und dann haben wir auch die bestmögliche Chance, so ein Ergebnis zu erreichen, das uns dann auch unseren Zielen näher bringen lässt. Eine Frage an den Trainer betreffend Szymon Wodarczyk. Er hat am Anfang viele Tore geschossen, aber in letzter Zeit etwas weniger. Wie schätzen Sie seine Performance gegenwärtig ein? Ja, ich denke mal, dass er sich diese Tore, die er im letzten Monat nicht gemacht hat, dass er sie die aufgespart hat für das morgige Spiel. Weiß man von jemandem, wie viel Fans Rakow begleiten werden, mit welchem Fanaufkommen rechnet man? Und ist es ein Hochrisikospiel, weiß man das? Ja, es ist ein Hochrisikospiel und es werden rund 600 Auswärtsfans erwartet. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Dann danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis morgen.